Moin und hallo. Moin. Heute stellen wir euch den Carrado Camper Van Flow 600 vor. Das neueste Modell. Viel Spaß dabei. Tschüss. Tschüss. Ach, da bist du. Du bist schon vorgegangen. Ja, ich schaue mir schon den Kompressor-Kühlschrank an. Mit Eisfach. Ja. Du, ich glaube, das Modell haben wir schon mal gesehen. Ne? Ja. Z-Wort Kompressor-Kühlschrank. Genau. Alles klar. Ja, dann komm mal rein. Ich muss mich erstmal umschauen. Einmal ein Blick nach vorne. Ja. Das ist die klassische Form, ne? Mit dem Staufach. Ja, auch. Überm Fahrerhaus. Holzweiß, das ist schön. Der Schläfer. Lora, was mir hier auffällt, ist, dass das ja eine sehr große Arbeitsfläche ist, ne? Ja, liegt ja auch daran, dass der Kühlschrank hier eingebaut ist. Also der Klapptisch ja. Fehlt. Hier ist der Kühlschrank, dadurch hast du diese Fläche. Finde ich toll. Zwei Flammen. Wunderbar. Abwaschbecken, das finde ich ein bisschen klein, aber geht auch. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Das ist ein bisschen kleiner. Das hätten so, aber naja gut, das geht nicht mit dem Kühlschrank wahrscheinlich im Wege. Soll ich die Tür zumachen? Die mache ich jetzt mal zu. Ne, ist ein bisschen laut. Ja, ich höre nämlich. Alles kein Problem. Das lassen wir ruhig. Ja, das ist schon gleich besser. So, dann mache ich mal wieder zu. Stauraum. Da haben wir einmal hier einen Schrank. Kommst wahrscheinlich schlecht hin. Ja. Genau, mach ruhig mal daneben. Schublade. Ja. Nochmal Schrank. Mit Böden, ja, mit Einlegeböden. Genau. Alles auch in der Holzoptik. Was haben wir da für Steckdosen? Das sind 2x230. Aha, okay. Hier, das ist wohl das die Bedieneinheit vom Kühlschrank. Genau. Hier kannst du deine verschiebbare Haken. Das ja. Finde ich auch nicht schlecht. Und das kann man das auch verschieben? Das ist wieder, das haben wir bei Pössl schon mal gesehen. Das sind diese Lichtleisten, die du. Bei denen du das Licht verschieben kannst. Ja, ja, genau. Du, wir haben uns noch gar nicht die Sitzgruppe angeschaut. Genau, ich setze mich einfach mal hier vorne hin. Und sitze gut. Ja, super. Ja, hier haben wir wieder den klassischen Grundriss, ne, mit der Sitzgruppe vorne. Über dem Fahrerhaus ist ein Stauraum. Ja. Dachluke. Dachluke. Oberschrank. Stauraum. Ja. Ach, die Klappe fällt wieder runter? Nein. Ich dachte. Die fällt nicht wieder runter, die hält. Ich habe das jetzt nur. Okay. Tisch kannst du vergrößern. Warte, ich geh mal ein bisschen um ja, die Ecke. Ja, der wird groß. Moment. Ja, der wird schön lang. Oh ja, das ist ein Riesentisch. Da kannst du auch gut von hier aus. Ja. Und auch stabil. Oh ja, das ist gut. Ich muss immer suchen. So, fertig. Ach Mensch, da sind ja Bodenluken. Oh, zwei. Habe ich gar nicht gesehen, die hier vorne. Einmal, oh, die sind groß. Und dann wieder eine größere. Du, ich komme da mal mit der Kamera. Mhm. Oh, das ist aber groß. Ja, da kannst du ja auch Getränke, also da könntest du die ganzen Plastikflaschen wunderbar verstauen. Oder Schuhe.
gut. Ja, auch hier haben wir wieder vorgehängte Fenster. Soll ich mal öffnen? Oh ja. Das ist auch groß, das Fenster. Ja, ich mag das ja, ne? Wenn man schöne große Fenster zum Rausgucken. Schön mit Verdunklung. Verdunklung. Und hier oben kommt dann Moskito. Moskito. Ja, herrlich. Gut. Ach, da sehe ich das auch wieder, eine Lichtschiene. Über. Soll ich dir was sagen? Entschuldigung. Moment. Entschuldigung. Die lassen sich super bewegen, die Rollos. Also das muss ich ehrlich jetzt mal gestehen. Da brauche ich keine Sorgen zu machen, dass mir irgendwas durch die Gegend wurschtelt. Ja. Die funktionieren klasse. Ja, du musst ja bei den anderen Systemen, so wie wir das haben, auch immer, die sind ja nicht stufenlos. Ja. Da musst du immer rechts, links einhaken. Ja. Ne? Ja. Doch, die funktionieren wirklich gut. Ja, ich sehe da oben noch die Lampe. Ja, die kannst du wieder hin und her schieben. Das ist dieses Schienensystem, ne? Kannst du wieder hin und her schieben. Ist gut. Schön. Ja, Dachluke zum Kurbeln. Soll ich mal gucken? Ach Mensch, das ist ein Detail, das ist natürlich schön, ne? Ja, das ist und das, die lässt sich das Heki mit der Kurbel. Ja. Oh, guck, die geht ganz drauf. Oh ja. Fast ganz, aber schon gut. Ja. Oh, ich lass mal kurz auf. Lass mal Luft rein, genau. Genau. Dann haben wir da noch einen Schrank hinter der Bank. Hängeschrank. Hängeschrank. Ich mach die auch mal auf hier. Ja. Aha. Stromanschluss, Sicherung, Entwässerung des Wasserkreislaufs, ja. Und eine Heizungsleitung. Gut. Ja, sehr geräumig hier. Ich würde sagen, das ist diesmal etwas schwieriger. Hier ist auch nicht zum Aufschieben, Zuklappen, Aufklappen. Das ist mit Duschvorhang. Ich mache dir mal den Schrank auf. Ja, bitte. Und dann filmst du mal. Dann gehe ich da mal hin, ne? Genau. Ist doch etwas eng. Ja. Gut, oben hast du eine Dachluke. Das mag ich ja immer. Seitenfenster. Ah, das Bad erweitert sich hier um die Ecke. Natürlich schön viel Platz. Ja, dafür ist aber auch der Hängeschrank nicht ganz hoch. Da hast du natürlich recht. Mhm. Duschwanne, Duschen mit Duschvorhang. Ja. Ich mach noch mal so einen Schwenk. Na Nora, Schlafenszeit? Oh ja, ich bin jetzt auch langsam ein bisschen müde, aber geht noch. Ich würde so rumschlafen. Dann hat man mit der Ritze nicht das Problem. Ah ja. Ne? Ja, ja, das ist ein Argument. Genau. Ja, vier Schränke. Das ist ja auch normal. Hier kannst du auch etwas ablegen. Ablage in der Tür, ja. Genau. Und die sind aber auch, guck mal, wie tief die sind. Oh ja, die sind tief. Die sind groß. Ja. Die sind echt gut tief. Da kriegt man ordentlich was rein. Und keine Wand dazwischen durchgehend. Das finde ich natürlich auch gut. Ach, weißt du, was ich gerade sehe? Du hast sowieso die richtige Liegeseite gefunden. Da hast du nämlich Lampen. Naja, die Ritze ist ja nun auch ein Problem, ne? Bei den klappbaren. Aber ich habe hier was entdeckt. Warte. Und zwar gibt es hier eine Aussparung bei der Matratze. Das können wir noch jetzt sagen, damit man die Tür. Die Notöffnung für die Notöffnung. Tür. Die Notöffnung. Ne? Wieder öffnen kann. Das finde ich gut. Ja, zwei große Fenster zum Öffnen. Und eine Dachluke für und die Belüftung. Bisschen Durchzug. Ja. Wunderbar. Aber die Schränke finde ich riesenhaft. Ja. Ja, ein ganz klassischer Querschläfergrundriss, ne? Ja. Und die Matratzen sind gut fest. Ja, die sehen auch die ganz schön stabil aus. Die, also wirklich toll. Haben die einen Lattenrost drunter? Schauen. Ja. Ah ja. Oh ja. Der ist fest. Oh ja, der ist gut.
Bist du? Und hier ist die Öffnung. Und ja, hier haben sie so eine Aussparung. Was hatte ich gesagt? Einsparen? Aussparen. Ja, die sparen natürlich ein bisschen Matratze ein, damit sie eine Aussparung machen kann. Okay. Macht nichts. Super. Herrlich. Wollen wir da mal gucken, wie die Garage ja, sich gestaltet? Auf jeden Fall. Super. Ich muss mir nur noch Schuhe anziehen. Soll ich vorgehen? Ja, sei so gut. Tür lassen wir mal auf. Es ist doch ganz schön warm. Ja. Dafür mache ich aber mal die Dachluke schon runter. Ja, das gefällt mir mit der Kurbel, das gefällt ja, mir super. Mir auch. Mal hier noch. Mag ich fast lieber als die mit dem Bügel. Bügel, ja. Ja, ich finde die mit der Kurbel besser. Ja, ich auch, ja, das meinte ich. Hier noch ein kleiner Blick. Hier noch ein Blick auf die Troma-Kombi-Steuerung und das Panel zum Anzeigen der Füllstände und Stromstände. Über Eck. Ja. Mhm. Weißt du, wo wir das schon gesehen haben? Nee, weiß ich jetzt nicht. Sunlight. Sunlight gehört auch zur Hümer-Gruppe. Da war das mit dem Gaskasten auch so angeordnet. Ja, stimmt. Ne, da ist der linke Bettkasten ist breiter, ja, und der rechte Bettkasten ist schmaler. Und da haben wir mit Sicherheit wieder den Wassertank, den Frischwassertank drin. Ich guck mal, ob man... Ja, guck mal dran. Ja. Moment. Ja, das habe ich euch ja schon mal alles in dem Tauchpumpen-Spezialfilm gezeigt. Bis hinein in den Tank könnt ihr euch da alles anschauen. Gibt es denn noch irgendwelche Seitentüren hier? Nein. Nee, da sind keine Fächer. Ja, da vorne sind nur die Gasabsperrhähne. Verzurosen am Boden. Keine weitere Staumöglichkeiten mehr. Dann wird die Heizung da irgendwo ja, drin sein. Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Da bin ich neugierig, da gehe ich jetzt mal gucken. Halt mal bitte. Ja. Ich ziehe mir die Schuhe aus, wir wollen ja nichts beschädigen. Hier ist so viel Kies auf dem Boden. Ja. Da muss ich jetzt mal hinkriegen. Wenn wir es uns schon anschauen, dann wollen wir ja alles sehen. So, und was haben wir hier? Ein riesen Stauraum, Nora. Also doch nicht die Heizung. Ja, ich habe mich gewundert, weil... Da keine Klappe ist. Ja. Genau, ich gebe sie dir weiter. Ja. Gut. Hier haben wir noch einen großen oder zwei große Stauräume gefunden unterm Bett. Ja. Kommst du an die, ja, an die Luke? Och. Da geht's runter bis in den Radkasten. Ja. Bis zum Radkasten. Das ist gut. Ach, das ist der Gaskasten von oben. Ja. Und die Öffnung ist, damit du die Birnen wechseln kannst vom Rücklicht. Ach, okay. Ah, okay. Gut. Bertel baut das Bett wieder zusammen. Ja, ich muss hier mal aufräumen gehen. Wir können ja nicht alles auseinanderruppen und so hier liegen lassen. Ja, eben. Was machen wir nicht alles für euch, Freunde? Genau. Ja, macht uns aber Spaß. Nicht mal einen dicken Po zu. Nein. Da bin ich wieder. Ja. Soweit, so gut. Soweit unser Rundgang im ganz neuen Carrado-Modell 600 Flow. Wie ist denn dein Eindruck? Ich bin begeistert und vor allen Dingen von der Einfachheit, Schlichtheit und Funktionalität dieses Fahrzeuges.
wirklich alles da, große Schränke, vor allen Dingen oberhalb des Bettes, die beiden Schränke jeweils rechts und links, die haben eine enorme Wahnsinnstiefe. Die Tiefe, ja. Finde ich gut, ich brauche keine Seitenfenster, also jetzt speziell in diesem Fahrzeug, keine Seitenfenster, ich habe riesengroße Heckfenster, eine Dachluke, ein wahnsinnig großes Badezimmer, also mit der Ablagefläche rechts, auch hier ja. Bei dem Küchentrakt die Ablagefläche, dadurch, dass der Kühlschrank da ist. Gefällt mir gut. Ja, es ist halt ein Querschläfer. Ne? Ist ein Querschläfer, 6 Meter lang, herrlich. Da ist halt immer die Frage, ob man am Fußende und am Kopfende ein Fenster braucht, in dem man dann eh nur irgendwie die Füße reinstreckt, genau. Oder mit dem Kopf, genau. in einer Jalousie hängen bleibt. Das ist richtig, genau. Ja, ja. Was noch erwähnenswert ist, der Kofferraum hinten ist variabel. Das heißt, ich kann das Lattenbettgestell hochklappen. Da gibt es auch eine Halterung für und habe dann nochmal die Möglichkeit, zum Beispiel sperrige Güter wie Fahrräder zu transportieren. Ne? Na. Ja, das Heckbett hat eine Länge von 1,97 Meter. Und am Kopfende eine Breite von 1,57 und am Fußende 1,50. Das ist aber viel, ne? Das ist auch nicht klein, genau. So manch einer hat da 1,30 bis 1,35 und hier kommst du schon fast auf 1,60. Ja, schon ordentlich Fläche. Ein einfaches und schlichtes Fahrzeug der Firma Carrado, die wiederum zur Hümer-Gruppe gehört. Und auf dementsprechend hohem Niveau befindet sich hier auch die technische Ausstattung, Truma-Heizung, Setwold-Kompressor-Kühlschrank, die Armaturen. Das ist alles Hümer-Standard. Vernünftig gemacht. Ja. Ja, jetzt kommt noch die Frage, wie immer zum Schluss. Was kostet denn der Spaß? Ja, der Spaß kostet bei diesem Fahrzeug Angebotspreis 41.971. Ja, und die Ausstattung, wollen wir noch ein bisschen was dazu erzählen? Wir haben in der Ausstattung die Wohnwelt Graphit, den Motor Multijet mit 130 PS, 3,5 Tonnen Gesamtgewicht, 16 Zöller Stahlfelgen, Lackierung in Weiß, das Chassispaket mit manueller Klimaanlage, elektrische Außenspiegel, Höhenverstellung Beifahrersitz, Airbag Beifahrer, können wir immer nur zu raten, Tempomat, Radioantenne mit DAB Plus, Lautsprecher im Fahrerhaus. Und das Basispaket bestehend aus dem MIDI-Heki im Wohnraum, was uns so gut gefallen hat mit der Kurbel. Elektrische Trittstufe, Mückenplissé an der Aufbautür. Im Fahrerhaus gibt es jetzt kein Remi-Verdunkelungsrollo, sondern da haben wir einen Vorhang. Und die Tischplattenverlängerung gehört auch noch dazu. Genau. Ihr wisst ja, wir freuen uns über jeden Daumen hoch. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr keinen unserer neuen Filme verpasst. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Bis bald.